Na, den haben wir doch eben schon angezeigt bekommen. Das Hafen. Dann erzähl mal was hier. Ist es nicht toll, dass das Fest wegen den besonderen Feierlichkeiten so lange dauert? Aber jetzt, da ich hier bin, muss ich ständig an meinen Vater denken. Ich frage mich, was er gerade macht. Oh Gott, den hatten wir schon. Welche Stimme hatte der? Dieser Junge ist jetzt König? Wer hätte das gedacht? Oh ja, uns hat er sein blaues Blut auch verheimlicht. Du brauchst dir also nicht allzu dämlich vorzukommen, Großer. König zu sein muss Spaß machen. Man kann sich den Bauch mit königlichem Essen vollschlagen und wird vor allem nicht von seinem Boss angebrüllt. Das da dein Boss? Ach nee, das ist der. Hihi, Entschuldigung, mir ist gerade etwas Gutes eingefallen. Ein kleiner Plan mit diesem jungen Rowan. Wir bilden ein Vierer-Ensemble und arbeiten, um dem jungen neuen König zu helfen. Das wird uns beliebter als je zuvor machen. Sagtest du, dem jungen neuen König zu helfen oder den jungen neuen König ausnutzen? Valide Frage. Ihr könntet von einem Seeungeheuer angegriffen werden. Captain Bacala sagt, ihr solltet etwas mitnehmen, das Blitze erzeugt. Es heißt ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Für harte Matrosen machen sie sich aber Sorgen wie ängstliche Klatschtanten. Ich glaube, das liegt daran, dass sie sich selbst vorsehen müssen. Ryudo, vielleicht solltest du auf ihren Rat hören. Aber wir haben ja Blitze, ne? Wir haben ja Schock und so. Da geht's lang. Au, ich hab zu fest gewunken. Jetzt sind meine Schultern ganz steif. Der kriegt was zu hören, wenn er zurückkommt. Er ist selber schuld. Bist du hier, um jemanden zu verabschieden? Ja, mein Mann. Er fährt wieder auf die See hinaus. Ich dachte, ich sag ihm Lebewohl. Jo. Das ist unser Schiff hier. Und der neue König ist ein toller Mann. Ich wette, dieses Land wird bei meiner nächsten Rückkehr noch viel schöner sein. Oh. Fährst du bald wieder aufs Meer hinaus? Wir segeln nämlich auch. Ihr müsst Bacalas Boot nehmen. Sein Name ist, weiß ich nicht, Bacca. Wir nennen ihn Bacca. Das ist das Boot direkt neben uns. Jo. Captain Bacca. Der neue König hat mir von euch erzählt. Ich bin Bacala, der Captain dieses Schiffs. Ich werde euch zur Insel Galan bringen. Aber es ist eine lange Reise über die Klippen. Nach Verlassen des Hafens gibt es kein Zurück. Das müsst ihr verstehen. Mein Schiff liegt hier bereit, sobald ihr fertig seid. Wir können jederzeit ablegen. Jo, los geht's. In Ordnung, das wird nicht lange dauern. Dieses Boot hat Zahlen auf seinem Rumpf. Vielleicht ist es Nummer 50 von 50 Schiffen. Oder ist seine Registriernummer? Wahrscheinlich haben wir eine Chance von 50% zu überlegen. 50-50. Was? Ihr wundert euch also über die Zahlen. Diese Zahlen sind der Name des Schiffs. Das heißt 50-50. Das muss eine kulturelle Eigenheit sein. Alle Mann an Bord! Das Meer sieht irgendwie komisch aus mit den aneinandergereihten Bildern.
Yodo, wo ist die Insel Galan? Nördlich vom Kamillemeer? Ist das Meer mit T oder was? Nördlich vom Kamillemeer, jenseits der Granaklippen. Jenseits der Granaklippen? Sind die etwa mitten im Meer? Das Meer teilt sich dort und strömt in sie hinab. Niemand weiß, was sich da unten befindet. Jede Menge Wasser vermutlich. Oder Tee, ne? Und wie kommen wir auf die andere Seite? Da musst du den Captain fragen. Bakala wirkt auf mich, als wüsste er, was er tut. Sie ist klein, aber hoch. Vertrau mir. So einen Mechanismus habe ich noch nie gesehen. Ich wüsste gern, wozu er gut ist. Schließlich verbringe ich viel Zeit damit. Er pumpt da die ganze Zeit. Das Ding transportiert uns über die Granaklippen. Wenn du müde wirst, lass dich ablösen. Wir müssen 5 Tage lang dranbleiben. Was? Kann der Fisch singen? Scheinbar nicht. Oben hängt ein Sai. Dass wir nicht drankommen. Schade. Elena? Was ist das für ein Gerät? Arik scheint nicht so richtig damit zurechtzukommen. Er kommt richtig ins Schwitzen. Frag mich, wozu das alles gut ist. Ich mich auch. Und schau mal, Tio starrt ihn die ganze Zeit an. Über Tio weiß ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts. Was hat sie die ganze Zeit gemacht? Können Sie ja mal fragen. Tio? Hast du irgendeine Erinnerung daran, als Melfis Velmas Clown in dich hineingelegt hat? Ich bin seiner Stimme gefolgt, sonst erinnere ich mich an nichts. Es ist, als wäre ich aus tiefem Schlaf aufgewacht. Alles andere ist normal. Okay. Marek? Ein Tio. Weißt du, was das mit den Clown sollte? Ich sollte die Anlage beschützen, die Automata-Produktion überwachen und dann die Welt zerstören. Das ist beruhigend. Er hat gesagt, mir fehlt die nötige Stärke. Ich kann das heilige Schwert nicht benutzen. Daher müssen die Klauen ausreichen. Melfis weiß von dem Granaschwert. Interessant. Mehr Informationen habe ich derzeit nicht. Offenbar kann man sich auf Seras Prophezeiung verlassen. Dann wusste Melfis die ganze Zeit Bescheid. Das Idol ist nicht das heilige Schwert. Was meinst du mit Idol, Yudo? Ach, nichts. Vergiss es. Das ist jetzt bestimmt seine Vergangenheit. Seine Unzufriedenheit mit seiner Macht wächst in selbem Maße wie seine Zerstörungswut. Er ist listig. Wie ein ausgehungerter Wolf. Ich habe einfach meine Befehle verfolgt. War das falsch? Die Schuld liegt nicht bei dir. Er hat dich benutzt. Okay. Unglaublich, wie viel Zerstörungskraft in dieser Pflanze lag. Allein bei dem Gedanken wird mir ganz anders, welche Pflanze. Ja, mein Bruder hat geglaubt, er könne Zyrum beseitigen und mehr. Das war alles, was wir hier machen mussten. Ist sie seekrank? Elena, alles in Ordnung? Leider, Yodo. Ich wusste nicht, dass Schiffe so sehr hin und her schlingen. Sie ist wirklich seekrank. Ich rede mal mit dem Captain. Vielleicht können wir irgendwo Halt machen. Okay. Oh, es tut mir leid, Ryudo, dass du dir wegen mir Sorgen machst. Halte noch ein Weilchen durch. Okay. Wir müssen irgendwo Pause machen. Weg der 50-50. Und wieder zu wenig Wind, um die Granaklippen zu überqueren. Elena hält das nicht länger aus. Können wir dieses Ding nicht irgendwo anhalten? Wir haben wohl keine Wahl.
Das Sizil-Riff muss hier irgendwo sein. Wir bringen sie dorthin. Die Wassertexturen sehen irgendwie merkwürdig aus. Klatz. Elena, jetzt wird alles gut. Wir haben festen Boden unter den Füßen. Oh, entschuldige. Ist immer noch unwohl. Captain, ich denke, es ist unser aller Interesse, wenn wir warten, bis sich ihr Magen ein wenig beruhigt hat. In Ordnung, aber geht nicht zu weit weg. Wir segeln sofort weiter, sobald wieder mehr Wind geht. In Ordnung, wir ruhen uns hier aus. Heute Nacht musst du keine Angst haben, dass du plötzlich aus dem Bett fällst. Ja, das wird toll. Ich muss mal eben meinen Hals entrümpeln. Moment. So, ich fürchte, dass ich bald eine Aufnahmepause machen muss. Mein Hals ist von Rowan ein bisschen angeschlagen. Aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Mindestens bis zum nächsten Hütchen. Muss ja irgendwo speichern. Sind das Perlen oder Eier? Diese Steine sind seltsam blank poliert. Also das sind Perlen oder Eier. Sie riechen jedenfalls nicht nach Meer. Also Eier. Bitte könnt ihr aufhören, von Gerüchen zu reden? Lasst mich einfach ausruhen. Okay, okay. Wir haben vielleicht was Wichtiges gefunden. Die Prinzessin braucht ihren Schönheitsschlaf. Kann man da mit dem Schwert draufhauen? Offenbar nicht. Und hier geht's hoch. Da sind noch mehr Eier, Perlen, was auch immer. Judo will wieder zelten, oder? Hier können wir uns für die Nacht einrichten. Lass uns hier unser Lager aufschlagen. Jo. Elena, um Himmels Willen, wo steckst du das ganze Essen bloß hin? Kaust du überhaupt? Ich fühle mich 100-mal besser ohne dieses elendige Schaukel. Auf dem Boot ging es mir hundsmiserabel. Ryudo, was macht eigentlich deine Familie? Was ist Familie? Ich verstehe das nicht. Familie sind einfach die Leute, mit denen du dein Leben verbringst. Unser zusammengewürfelter Haufen ist auch so etwas wie eine Familie. Haben wir schon? Was Familie bedeutet, weiß ich überhaupt nicht. Judo, was macht eigentlich deine Familie? Meine Eltern sind gestorben, als ich klein war. Ich habe keine Erinnerung an sie. Der Dorfälteste hat mich und meinen Bruder Melfis großgezogen. Können schon schlafen? Nö, ich will noch was hören. Es tut mir leid, Ryudo. Wollte dich nicht traurig machen. Ryudo will gegen Familie kämpfen. Aber er lebt gar nicht mit seiner Familie. Ich verstehe nicht. Ryudo, hast du wohl deinen einzigen verbleibenden Verwandten niederzustrecken? Nö, das kannst du ja machen. Melfis ist einzig und allein auf Zerstörung aus. Wir müssen ihn aufhalten, sonst wird er seine Macht aufs Übelste missbrauchen. Er sagt immer noch nicht mehr. Haben wir schon? Haben wir schon. Schlafen! Aber Melfis ist nicht mehr mein Bruder. Er ist nicht mal mehr ein Mensch, sondern einfach nur noch Velmars Lakai. So viel hatte ich auch schon verstanden. Gehen wir einfach schlafen. Hey, wo ist Elena?
Sky, hast du sie gesehen? Ja, sie ist nach da hinten gegangen. Super. Vermutlich füttert sie die Fische nach Vogelmutterart. Habe ich recht, Sky? Wohl kaum, Schlauberger. Aber, was ich dich fragen wollte. Ja, was denn? Wen magst du mehr? Lena oder Millennia? Ja! Das möchte ich auch fragen. Wen mögt ihr denn mehr? Oh Mann, Sky, was ist das denn für eine Frage? Das hier ist ein Auftrag, klar? Ich finde alle beide unerträglich, findest du nicht? Oh, kann er bitte aufhören, so zu schnarchen? Ich kann nicht schlafen, wenn ich es nur ausblenden könnte wie Tio. Wie kann Tio bei dem Krach schlafen? Und noch dazu direkt neben Marek. Aus seinen Schnarchen weckt ja Tote auf. Ich verstehe es einfach nicht. Die Perlen sind noch da? Kann man die runterschubsen? Offenbar nicht. Okay. Wir suchen Elena zur Abwechslung mal. Da ist Elena. Elena, is something wrong? Are you feeling sick again? No, I was just watching the sea. But then I saw that thing. Velmar's moon, huh? It's like it's always staring at us. I hate it. That moon, it haunts me. Seeing it pains my heart. Say, Elena, want me to make it vanish? Huh? Steine flitschen. Ah! How about that? Thanks. Such a small gesture made me feel so much better. Oh. I wish that moon would disappear forever. Me too. It always disappears, but comes right back. You know what? The world is so beautiful. Wide and peaceful, after all. I used to think everyone was terrified of Velmar, and isolated by the granite cliffs, and suffering so terribly. I really didn't know anything about the world. Just realizing that you were naive is half the battle, Elena. I guess I can't call you naive. Right now, I want to forget everything. My mission to save the world, Velmar, myself as a sister of Granis. Tomorrow, well, right now, I want to forget a little. Elena, you really do work incredibly hard. Huh? You're misunderstood, even though you work so hard. I've never looked at the world the way you do. I've only wanted to forget, to erase my horrible past. You mean Melfis? I thought I would have been happier to forget it all, but it didn't turn out like that. I couldn't escape from my painful past. I'm sorry. I didn't see you for who you are, Ryudo. I never noticed your pain. I'm sorry. I was terribly naive after all.
But seeing you work so hard has changed me. Huh? Yeah, think about it. I thought it was so obvious. If it weren't for this journey with you, I may have never realized it. It was you. Thanks, Elena. Ryudo, it is I who should thank you. With you, I can be so honest. I can be so strong of heart. I'm glad I met you. Elena. I love this wonderful world. I love everyone who lives in it and works hard to make it better. Thank you for cheering me up, Ryudo. Now I can work even harder. Now that's the Elena I know. Tomorrow, we cross the granite cliffs. Ryudo, wach auf! Etwas stimmt nicht! Was? Ich bin wach. Was ist das für ein Krach? Woher zum Henker kommt dieser Lärm? Also doch Eier. Ja! Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Das gestern waren keine Steine. Das waren Eier. Sag ich ja. Lauf! Wir können nicht zurück. Blut? Blut. Es herrscht Flut. Verdammt, sie kommen! Ich habe eine Ionenkanone. Was kannst du? Lotusblume. Herrlicher Angriff, Abwurfeffekt. Gucken wir uns beim nächsten Mal an, wenn Elena nicht gerade sowieso alles wegräumt. Oh, tainted ones. Return to the world of darkness. Shall be safe ahead. Wenn Elena diese Mega-Ionenkanone dabei hat, könnte die Dini nicht einfach auf den Mond richten, dann wäre er weg? Bis zur Erde ist der Rückweg abgeschlossen. Was, wenn das Schiff ohne uns ablegt? Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich würde ja sagen, schwimm rüber, aber das ist gar nicht mal so die clevere Idee. Naja, nochmal, Elena wollte ja, dass der Mond verschwindet. Sie ist die mit der fetten Strahlenkanone. Los geht's. Okay, ich nutze die Gelegenheit. Moment, bevor ich gehe, gucken wir uns an, was Tio noch kann. Nein, wieder falsch. Tio, wir haben ja genug Münzen. Ein legendärer Angriffstanz. Wird das jetzt der Ersatz für den legendären esoterischen Angriff, Dragon Rise? Rascher Tanzwirbel, okay? Alle Feinde, Tanz der Luftströmungen stoppt. Tornado. Ist das dasselbe wie Tornado zaubern? Ich würde sagen, wir gucken uns beim nächsten Mal an. Alles andere haben wir freigeschaltet, ne? Alles andere haben wir. Die können wir leider nicht leveln, wir haben zu wenig Münzen. Okay, wir schauen uns die ganzen Skills beim nächsten Mal an. Ich werde an dieser Stelle meine Stimme ein bisschen ausruhen lassen. Ich speichere. Nach 13 Stunden, 43 Minuten, 44 Minuten wird gespeichert. Und wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.